So, ich bin jetzt in einem anderen Zimmer, in meinem anderen Zimmer, das eine andere Zimmer. Aus einem bestimmten Grund, ich wollte jetzt auch etwas hinaus und ich will da mit einem Beispiel anfangen. Und zwar geht es darum, warum intelligente Leute manchmal vielleicht von anderen Leuten als dumm betrachtet werden. Und immer ein kurzes, meine kurze, ich will nicht sagen, ich bin besonders intelligent, aber ich bin kein Idiot. Und soll jeder selber entscheiden, ob ich intelligent bin oder nicht. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber hier, okay, das ist jetzt schief, aber es funktioniert. Okay, es ist ein Sender für die Bodenheizung. Und jetzt geht darum, dass die Heizung hier repariert worden ist. Und das, was heißt repariert? Man hat die ganzen Leitungen aufgemacht, die Bodenheizung von der Bodenheizung und alles durchgespült und dann die ganzen Schläuche neu dran montiert. Und obendrauf sitzt ja dann immer das Ventil für den Durchfluss, was dann von diesem Sender reguliert wird, von dem Temperaturmessgerät, was dann im elektrischen Ventil dann durchgibt, mehr, weniger, um Temperatur zu halten oder zu steigern, je nach Einstellung. So, das wurde dann aber nicht nochmal neu draufgepackt. Und jetzt habe ich das alles selber gemacht. Ich habe das Ventil draufgesetzt. Ich musste diese ganzen Drähte, diese ganzen Kabel verdrahten, die in dieser Stromleiste drin ist, wo man da drauf drückt, um den hier zu kalibrieren, ne? Oben, unten gleichzeitig drücken, bis das rote Lämpchen leuchtet. Dann hat man vorher am Zentralsender den Knopf gedrückt mit so einem spitzen Gegenstand. Und wenn man diese Platte aufmacht, da unten drunter die ganzen Kabel, die musste ich neu verdrahten, weil alles neu, weil die ganzen Schläuche unten, ich weiß nicht, also unten die Schläuche, die hatten eine ganz neue Anordnung. Ich musste jetzt erstmal gucken, welcher Schlauch ist jetzt für was. Und dann waren irgendwie die Kabel. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum, aber ich musste die Kabel neu verdrahten. Ich musste das alles neu zusammensetzen. Habe ich mir einen Schaltplan aus dem Internet runtergeladen, wie die Kabel gesetzt werden müssen. Ich habe mir eine Anleitung runtergeladen für dieses Gerät und ich habe die Heizung hier komplett selber wieder zum Laufen gebracht. Also ich kann kein Vollidiot sein, auch wenn ich keine Ausbildung in diesem Bereich habe. So, warum werden intelligente Leute manchmal als dumm wahrgenommen? Ich habe da so eine Computeranalogie und man könnte sagen, dass wenn jetzt jemand, der intelligent ist, ein höheres Betriebssystem hat oder ein weiterentwickeltes Betriebssystem hat. Jetzt einfach, ich will nicht arrogant klingen, aber das ist am leichtesten so zu erklären. Dann kann es sein, ganz oft ist es so, dass intelligente Leute auch als intelligent wahrgenommen werden, weil sie abwärtskompatibel sind. Das heißt, sie sprechen auch die Sprache von denen, die ein niedrigeres Betriebssystem haben, nicht nur das der hohen Betriebssysteme. Und ich glaube, das habe ich nie gelernt. Ich spreche nur so, wie ich spreche. Ich habe jetzt, glaube ich, in letzter Zeit, aber man hat mir auch ehrlich gesagt selten die Gelegenheit gegeben, das zu beweisen. Ich habe das auch, glaube ich, erst in den letzten Jahren so richtig perfektioniert, meine Gedanken richtig zu artikulieren, das, was in meinem Kopf abgeht, zu verbalisieren. Ich glaube, das habe ich früher nicht so gut hinbekommen wie jetzt. Ich war ein bisschen ein Spätentwickler, das kommt auch noch dahin zu, dass die Leute dann sehr früh ihre Meinung gebildet haben und ich dann, ja, wie soll ich sagen, dann schon abgestempelt gewesen bin. Und ja, deswegen muss ich jetzt Überzeugungsarbeit leisten. Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt es hinbekommen, in den letzten Jahren meine Artikulation, also wenn es darum geht, meine Gedanken zu verbalisieren, kriege ich jetzt besser hin und ja, man hört einfach nie auf, sich weiterzuentwickeln. Also nur weil ich jetzt 28, jetzt bin ich 29, nur weil ich jetzt 29 geworden bin, heißt es das nicht, dass meine Entwicklung abgeschlossen ist. Also ich gebe mir immer wieder Mühe, immer wieder noch mich weiter zu verbessern.